herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Es ist wieder Zeit für Oberhausen Stadt gerade. Mein Gott, eine Kirmes, die ich eigentlich sehr, sehr, sehr liebe. Innenstadt-Kirmes für den Chor. Und ja, heute bei bestem Wetter an frohen Leichnam bin ich nicht alleine, sondern Patrick von Epic Hangtime ist auch dabei. Wir genießen heute hier so ein bisschen das Sönnchen und fahren das eine oder andere. Es sind wirklich sehr viele tolle Attraktionen heute bzw. in diesem Jahr hier aufgebaut. Und was wir hier erleben, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß, bis gleich. Hinter uns haben wir schon das Juban Tower. Lass wir jetzt erstmal ein bisschen liegen. Wir sind jetzt hier eine ganz lange Straße, ganz halt, also die Innenstadt praktisch einmal durchgegangen, wo es nur Fressbuden gab und irgendwie so ein paar bisschen Glücksspiel. Und ja, also die Fahrattraktionen sind dann halt ein bisschen weiter gelegen. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf sehr viele Fahrgeschäfte. Zum Beispiel auch der Beachjumper steht hier. Habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und auch sehr, sehr lange nicht mehr gefahren. Bei diesem tollen Wetter heute ist natürlich auch mal Zeit nochmal für eine Runde mit dem Becherspiel. Also das werden wir auf jeden Fall uns mal genehmigen heute. Ne? Ja, und ich glaube hier vorne steht nämlich direkt auch schon eine Krake, die wir wahrscheinlich auch gerne mal mitnehmen würden. Und zwar Octopussy steht da. Habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Hast du sie schon gesehen? Also jetzt gleich siehst du es. Und ja, also wir fangen jetzt erstmal ein bisschen gemütlich an hier auf dem Kirmesplatz. Kirmes zieht sich ja komplett durch die Innenstadt hier in Oberhausen Stadt gerade. Und ihr seht es jetzt gleich auch. Auf der einen Seite haben wir Octopussy stehen. Und auf der anderen Seite der Diamond Autoscooter. Oh, und da hinten geht es direkt weiter. Ich sehe es. Nämlich auf der anderen Seite steht auch direkt der Ghost Rider. Ja, und auch, glaube ich, den nehme ich heute auch ordentlich mal mit. Dann haben wir wieder hier Schulterschmerzen, man kennt es, glaube ich. Aber so lange die ganzen Fahrgeschäfte nicht mehr gefahren und auch nicht mehr live gesehen. Deswegen würde ich mal sagen, steigen wir auf jeden Fall mal ein. Aber ich glaube, ja, bei Merkmann und Octopussy können wir mal starten. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Sehr schönes Fahrgeschäft, ihr kennt es wahrscheinlich. Die Gondeln sehen auch mega geil aus. Wir steigen ein, wir sind on-ride. Viel Spaß. Das Karussell mit den Drehbahnen.
Mann, ich bin jetzt zur Sache, Leute. Oh ja, das war wieder schön. Kann man sehr, sehr gut drehen, also wenn man so ein bisschen im Rhythmus ist, ein bisschen so sportet, ja, dann kann man sich da ordentlich drehen. Ich habe jetzt mal nicht so viel Gas gegeben wie bei der Bulle letztens in Krefeld, aber die drehen sich auch schon ganz ordentlich. Ja, wir konnten leider nicht an einem Drehkreuz, wir konnten vor Tinsen, weil wurde dann ein bisschen zu Technik schnell gemacht, aber es war halt irgendwie nachher noch genügend Golden Eagle frei. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube, das nächste wird da drüben sein. Bin noch ein bisschen außer Fuß, aber wir werden jetzt gleich im Bus weiter einsteigen. Viel Spaß. Also wir haben hier einmal Looping the Loop dahinter, Achterbahn, da oben drüber sind wir gerade einen Fighter rausblitzen. Wir haben hier noch die große Geisterbahn von Schütze und ja, Hexentanz auch lange nicht mehr gesehen, auch hier am Start und hier um die Ecke nochmal weiter links noch ein Wellenflug. Also es ist echt wirklich eine sehr, sehr gute Beschickung hier in Stuttgart, wie eigentlich jedes Jahr, wenn sie dann stattfindet. Und ja, ich weiß nicht, Hexentanz? Machen wir. Dann seht ihr jetzt erstmal ja, ein Allride vom Hexentanz. Aber ich freue mich drauf. Sehr, sehr, wirklich sehr, sehr lang gefahren. Ah ja, und nochmal, vielleicht nochmal kurz zurück zu Ghost Rider. Der hat übrigens 5 Euro genommen. Und hier der Hexentanz nimmt 4. Anders, dass er noch ein bisschen mehr Power gibt. Also gefühlt stoppt er halt immer so und dann fährt er immer wieder weiter an. Wie ein Stück, ich kenn's auch anders. Ja, aber es war trotzdem komisch intensiv. Also am Ende habe ich gedacht, oh ja. Ja, das hätte aber durchgängig sein können. Ja, also ich kenne das irgendwie auch so, oder? Keine Ahnung. Also letztes Mal bin ich irgendwann vor Jahren, glaube ich, in Soest gefahren. Irgendwie abends. Da hat er richtig Power gegeben. So, ja, wir gehen weiter hier rum. Ich sehe, dahinter gibt es auch noch irgendwelche kleinen Fahrgeschäfte und Fressbuden wieder. Ich bin irgendwie total verwirrt, weil wir gehen, glaube ich, dieses Jahr komplett andersrum über den Platz als normal. Also irgendwo da hinten steht auch noch irgendwie Küchenmeister mit seinem Konga. Aber ja, jetzt ist es halt irgendwie so. Wir lassen jetzt natürlich jetzt erstmal den Wellenflug aus. Wir müssen jetzt auch nicht alles fahren, ne? Nehmen euch hier so ein bisschen mit. Wie gesagt, Fighter steht auch hier. Und Berg und Tal.
Ich weiß gar nicht, ist der nach Achterbahn? Ja? Ist der nach Achterbahn? Ja? Ja. Dann fahren wir nochmal. Ich weiß auch nicht, wann ich Berg und Tal das letzte Mal gefahren bin. Das ist echt schon eine ganze Weile her. Ist auch eigentlich eine relativ schöne mobile Achterbahn. Und wird halt auch eingerannt, ihr seht es. Ne? So viele Gondeln, so viele Wagen auf der Bahn. Und ja, auch die Warteschlange ist halt gefüllt. Und Patrick, hier gibt es auch Bubble Tea. Das ist schon der zweite Bubble Tea Laden. Ja. Bubble Tea Bubble Tea erobert irgendwie so die Kirmesplätze in diesem Jahr. Auch hier wieder, 5 Euro für das Ganze. Ja, aber erstmal, bevor wir uns eine Stärkung verdienen, müssen wir was dafür tun. Deswegen erstmal rein in Berg und Tal und wir fahren eine Runde Achterbahn, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel er nimmt. Ich sehe es gar nicht. Aber ja, das kann ich euch ja gleich nochmal nachreichen. So, also wir steigen ein, jetzt ist online und danach gibt es den Preis. Das Ding bitte für eine Taktung. Also die haben uns abgeschickt, da war der Wagen vor uns noch nicht mal oben am Lifthill angekommen und wir sind dann unten reingegangen, ey, das ist echt richtig übel, also richtig, richtig schnell. Naja, aber an sich, die Achterbahn an sich sehr ruhig, auch ein bisschen wenig Dampf, also nicht wirklich schnell. Bei solchen Achterbahnen halt immer an den Kühl, dass wir ganz kribbelig sind. Das ist aber ja, schöne Vibration. Vibration an the Food. Ja, also richtig cool auf jeden Fall. 5 Euro hat das Ganze jetzt gekostet. Und ihr seht hier, das ist alles die Schlange für die Kasse. Da standen wir aber nicht, weil die Kasse hat zwei Damen. Da sitzen einmal rechts und einmal links. Was wir nicht alle verstehen, ist, sie stehen alle bei der rechten Dame an. Die Ding hat nichts zu tun. Ja, sollte man mal die auch aufmachen. Na egal. So, wir gönnen uns jetzt aber mal ein Bubble Tea. Bubble Tea. Weil es den hier gibt und wir das können. Wir sind irgendwie. Wann war das? Wann gab es das? Ich glaube, irgendwie mal vor Jahren. Ja, gar nicht mehr, oder? Dann gar nicht mehr, weil dann war es Gift und jetzt ist es wieder gebucht. Ja. Ja, und jetzt gibt es noch. Laut hier. Gibt's das überall und deswegen haben wir uns das jetzt schon mal, weil jetzt ist es nämlich wieder kein Gift. So, ja, wir haben uns jetzt unseren Bubble Tea geholt. Fühl mich total oldschool. Ja. Ja. So, danach. Da gehen wir jetzt gleich wieder rein und arbeiten. Haben uns mit Bubble Teas gerade jetzt voll gedröhnt. Und haben uns wirklich einen Laden gekauft. Jetzt arbeiten wir selber da. Wir leben auch da. Das ist auch unser Wohnzimmer eigentlich. Ja, aber was ist der Decker? Ich habe Schwarztee mit Blaubeer, Sirup und
Pfirsich-Bubbles. Und du hast? Ich habe Schwarztee mit Pfirsich und Litchi-Bubbles. Schon cool. Und ich bin der Udo und ich bin auch dabei. Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, naja, also schaut euch das an. Der nächste wird hier abgefertigt. So, und er fährt jetzt da oben gerade noch hoch. Das heißt, er ist jetzt gleich aus der Kette raus und unten kommt direkt der nächste wieder. So, das ist das eine. Also ich weiß nicht, natürlich gibt es da Sicherheitsmechanismen, logisch, aber ich finde diesen Abstand schon relativ gewahrt, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und auf der anderen Seite, es kommen hier nachher, wie jetzt, ihr seht das, den Wagen, er fährt jetzt da lang und vielleicht habt ihr es gerade gesehen, da hinten ist ein Seil gespannt und das geht zu dieser Bremse. Und immer wenn hier ein Wagen lang fährt und da hinkommt, dann zieht einer da vorne von den Mitarbeitern an diesem Seil, damit diese Bremse aus ist. Ihr seht es vielleicht, ich weiß nicht, das ist mit der GoPro schlecht zu erkennen. Vielleicht werde ich das jetzt gleich nochmal einblenden, wenn der nächste kommt. Es ist unfassbar, denn jetzt hat es aufgehört. Ich weiß nicht, wie das geht und ob da wirklich einer irgendwie zieht oder ob da immer ein Mechanismus ist. Aber von hier aus sieht das so aus, als ob da immer einer an diesem Seil zieht, dass da hinten dann irgendwie die Bremse da angeht. Also hab ich noch nie erlebt sowas. Ihr wisst ja sicher, dass ich hier auf dem Kanal früher selbst auch Greifer-Videos gemacht habe. Also von diesen Greifarmen auf Kirmes. Und in der ganzen Zeit habe ich irgendwas nicht, wusste ich nicht, dass es das gibt. Und Vorwerk, ja. Es gibt, schaut euch das mal bitte an. Hier gibt es Elefanten. Also ich spiele es jetzt nicht. Aber der Rüssel ist so ein Ansaugstutzen. Vielleicht sieht man es hier besser da. Und damit kann man dann halt hier die Gewinne ansaugen. Und wenn es genug saugt, dann wird es hier reinfallen und dann gewinnt man das auch. Hier kostet ein Spiel 1 Euro. Ich habe das irgendwie noch nie gesehen. So, jetzt seht ihr es besser, weil es spiegelt halt. Hier ist der Elefant. Und diesen Rüssel, den kann man hier mit halt bewegen. Und dann geht das nach unten. Und dann kann man das ansaugen, wie gesagt. Und dann irgendwann, im besten Fall, hat man das gewonnen. Sehr lustig. Kenn ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Und irgendwie gefühlt gibt es hier ein Rekro für das Teil. Das Lustige ist, das stimmt gar nicht, weil er sitzt hier einfach so drin und macht halt gar nichts. Und irgendwie jede 30 Sekunden gewinnt hier einer ein Stofftier. Und man sieht, dass sich ja keiner freut und einfach auch gar nichts mit nach Hause nimmt. Das hat alles ein bisschen Verarschung. So. Naja, ich sage jetzt nicht, dass man das nicht gewinnen kann, aber in der Zeit, wo wir hier waren, hat da keiner irgendwas gewonnen. Obwohl er immer sagt, gewinne. Schon wieder was gewonnen. Nee, eben nicht. Gleich wird wieder gefragt, wollt ihr das Becherspiel? Und ich würde sagen, ja! Denn ich bin sehr, sehr lange nicht mehr mit dem Beachjumper gefahren, der endlich hier nochmal steht und richtig Party macht. Also, er jumpt halt, ihr kennt es halt eventuell. Gab's hier ja auch schon öfters auf dem Kanal, aber in letzter Zeit wirklich nie mehr so häufig, weil ich auf wenig Plätzen war, wo auch der Beachjumper stand. Und wenn die Fahrt vorbei ist, dann kann man halt noch eine Freifahrt gewinnen, indem man einen Becher in den Mund kriegt und dann wird nochmal gehüpft und wer nachher am meisten Wasser nachher noch in den Becher hat, der gewinnt die Freifahrt. Und ja, das wollen wir jetzt gar nicht mal machen. Machen wir. Ja, auf geht's. Meinst du, wir schaffen das? Locker. Ja, locker. Ey, wir spielen gegen Kinder. Wie schwer kann das sein? Wie schwer? Yeah.
an Bord. Diese bitte jetzt mit dem Mund festhalten. Und ihr habt die Chance auf eine Freifahrt. Am Ende der Fahrt gucken wir, wer von euch das meiste Wasser noch im Becher hat. Und der bekommt die Freifahrt. Alle, die mit noch an den Becher nur mit dem Mund festhalten. Hände weg vom Becher. Wer gewinnt die Freifahrt? Wer gewinnt die Freifahrt? Ja, ja, ja. Haben wir wohl den Mond zu hoch vorgenommen. Ist aber auch schön nass geworden. Ja, oder? Ja. Wir durften leider nicht zusammenfahren, weil wir wären zu schwer gewesen. Aber ich weiß nicht, ich wusste gar nicht, welche Nummer ich war. Die haben mir gesagt, 11. Du warst jetzt Wagen Nummer 12. Hab ich das? Okay. Und ich war eins davor. Ich glaube, ich war, keine Ahnung, ich habe aber nichts drin gehabt. Ja, ist aber trotzdem mal sehr cool, besonders jetzt im Sommer. Aber die machen das halt auch im Winter, glaube ich, ne? Echt? Ich glaube, auch wenn es ein bisschen kälter ist. Ja. Ja, voll geil. Also es ist richtig cool, sowas gibt es, glaube ich, also bei keinem Fahrgeschäft sonst. Es gab mal welche, auch in den Niederlanden, die haben das dann halt mal für Fun auch schon mal nachgemacht. Aber das, ja, Feature ist halt irgendwie so das Original. Und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Ich habe aber diesmal in der Mitte gesessen und ich konnte mit dem Bein nicht so, ich kam da nicht auf den Boden mit. Wenn ich außen sitze, dann kann ich mich immer so ein bisschen abfedern. Aber ja, egal, hat trotzdem Spaß gemacht und ich glaube, ein zweites Mal werde ich jetzt auch nicht gefahren. Das wird Spaß irgendwie. Richtig cool. Ja, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch hier alles haben. Ihr seht wieder ganz viele Schießbuden. Leos Treff, hier gibt es was zu trinken. Die ganzen... Gibt genug Getränke und zu essen, ja. Und wie ihr seht, ja, auch hat man hier sehr viel Spaß. Ah, genau, das wollte ich sagen. Es gibt auch viele Buden, die man halt auch aus Köln kennt. Das ist natürlich hier um die Ecke. Schmalhaus steht zum Beispiel hier, Fischhaus Lichte ist zum Beispiel auch am Start. Ist natürlich klar, das ist halt lokal komplett die gleiche Region hier. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ich kriege auch so langsam Hunger. Ich weiß aber nicht, was ich will. Aber man wird es sehen, meine Damen und Herren, man wird es sehen. Wir wollten gerade schon weitergehen und ich wollte euch eigentlich gar kein Fahrgeschäft vorenthalten. Deswegen nur noch kurz abgebogen. Hier steht nämlich noch Take-Off. Eigentlich genau gegenüber hinten steht der Voodoo-Jumper, der Beach-Jumper. Mein Gott. Ja, hier steht der Take-Off, ein Fahrgeschäft, das ich gerne auslasse, weil schaut es euch an. Aber Take-Off, wer will, bitteschön. Leute, hier wird die Wasserbahn eingerannt. Auf Manitou Spuren steht hier und das, was ihr hier seht, das ist alles Warteschlange für die Kasse. So, und dann wollte ich euch da mal was zeigen. Hallo, lieber Moviepark. Ich zeige euch mal was. Lizenz ist da, würde ich sagen, ne? Ja, keine Ahnung. Also ich würde gerne mal Wasserbahn fahren, aber bei sowas, bei solchen Stoßzeiten. Stoßzeiten haben wir kein Quickpass. Ja, haben wir kein Quickpass. Tut mir leid. Da stelle ich mich doch dann lieber unter die Dusche. Ich meine, das ist echt eine schöne Wasserbahn. Ja. Aber Leute, ich muss weg. Guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, wo hier das Ende ist. Nee, oder? Nee. Wir sind schon nach vom Beachjumper. Ich will immer Voodoo-Jumper sagen. Ja, keine Ahnung. Aber wir filmen das ganze schöne Teil jetzt aber nochmal ein bisschen für euch. Dann seht ihr euch, da seht ihr das nochmal. Düsseldorf, glaube ich, bin ich jetzt oft gefahren. Überhaupt bin ich das so noch gefahren, aber überall eigentlich, wo es steht. Also bis hier stehen die Leute. Nein, die stehen bis da vorne. Dann ist Ende. So. Die haben ja auch so einen kleinen Dark Ride Park, ne? Ist der das? Und, ja, auch mal diese Spuren. Eigentlich ja. Ist eine schöne Bahn, auf jeden Fall. Ah, ja, wie gesagt.
Wir können jetzt auch nicht alles mitnehmen, Leute. Dann müssen wir nach hier kommen. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben nämlich da hinten auch noch den Breakdance von Bruch zum Beispiel stehen. Den würde ich zum Beispiel auch wieder gerne dann mal wieder mitnehmen. Weil wir waren letztens, das wisst ihr gar nicht, in Wückelhofen. Was, Wückelhofen? Wo wir waren. Und dann waren wir in Neuss. Auf jeden Fall waren wir im Neuss und ja, wir haben ein Video gemacht, haben es aber dann beendet, weil ja, da was mit dem Commander passiert ist, das war genau an dem Tag und dann haben wir es halt einfach sein lassen. Aber da wollten wir auch schon fahren, aber da waren so viele komische Leute drumherum. Da haben wir gesagt, nee, komm, aber hier sind sehr viele nette Leute bei. So, deswegen können wir hier auch mal fahren. So, also wir machen jetzt eine Aufnahme und dann würde ich sagen, stellen wir mal in den Breakdance von Bruch rein. So, dann wollen wir mal, ne? Willkommen an Monty Oberhausen! Servus! Grüezi! Und hallo! So, dann schauen wir die Kiste nach an, die 40 Tonnen mal so ganz gespeichert in Richtung Betriebstemperatur hier. So, Morgen in der Sonne, Leute, wir wollen heute alles nicht so gefilmt. Sind wir fast durch, ne? Ja. Denn wir haben hier noch Gonga stehen. Weiß nicht, ob da hinten noch groß was kommt, ein Fahrgeschäft. Ich glaube, da sind nur noch so Festbuden. Und ja, hier der zweite Autoscooter noch. So, ja. Und wir gucken jetzt wirklich, dass wir was zu essen kriegen, weil wir haben echt Hunger. Ja. Und wir dachten, wir wären schon durch und dann haben wir jetzt hier noch eine, ja, so einen Zwischengang gefunden. Ne? Da sind wir auf der einen Seite hinten auf Willi der Wurm, eine kleine Kinderachterbahn. Ja, die ist auch oft hier in der Region irgendwo auf welchen Plätzen gibt, also die ist hier vorne. Und wir haben auch Shake and Roll von Schäfer, steht auch noch hier. So, und seht ihr jetzt nicht, aber genau dahinter, da steht der Breakdance. Also die stehen praktisch Arsch an Arsch. Ja. Wir haben immer noch nichts zu essen gefunden. Aber das machen wir jetzt trotzdem, oder? Was hast du denn Lust? Eher so Bratwurst-mäßig? Oder? Weniger. Ja, auch. So irgendwie das Besondere. Ja, das ist irgendwie anderes. Nee. Aber vielleicht finden wir ja was. Ich hab gesehen, da gab's noch irgendwo Parmesan, Nudeln aus dem Parmesan. Ja, vielleicht. Ist auch lecker, aber Leute, auf Feuer. Weil nicht. Weil wird's dann doch nur irgendwie eine Pommes oder so. Naja, mal gucken. So, ihr Lieben, wir haben was zu essen gefunden. Ich habe wirklich eine Wurst geholt, eine Krakauer. Ich habe lange keine Krakauer mehr gegessen. 5 Euro, das ist eine riesen Krakauer. Und Patrick hat sich für 7 Euro ein Zwiebelfleisch. Ja, das ist ein ganz kleines Töpfchen mit mehr Zwiebeln als Fleisch, oder? Ja. Ja, schmeckt es denn wenigstens? Schmeckt lecker. Ja. Das essen wir jetzt auch noch auf. Dann steht hier hinten Schmalhaus Küchenmeister. Nein, Schmalhaus nur. Mit dem Eis, ihr seht es vielleicht schon. Ja. Gibt es dann nachher gleich nochmal als Nachtisch. Ich melde mich aber, gefallen wird heute glaube ich nichts mehr. Ihr Lieben, das Dessert ist da von Schmalhaus Sahne-Eis. Ich habe noch unten drunter Erdbeer. Guck mal, das für 2 Euro. Da kannst du nichts gegen sagen. Sahne-Nuss für 2 Euro. Ja. Aua im Ohr, 0 Euro. So, warten wir mal kurz. Damit. Verabschieden wir uns hier von aus Oberhausen, ne? Ja. Steck gerade. Ja. So, war ein schöner Tag. War schön. War schön sonnig. Viel los. Haben auch viel geschafft. Ja.
generell eigentlich auch so von den Fahrattraktionen auch gar nicht so teuer, finde ich. Nee, das war okay. Und dafür, dass es so voll war, eigentlich auch ordentliche Länge von den Attraktionen selber, von der Fahrzeit, fand ich auch. Ja, so. Gut, also bevor jetzt hier das Sahne-Eis schmilzt, Eis wie Sahne, mit Sahne, aus Sahne. Wir sehen uns im anderen Video. Hier weiter von der Marina. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und lasst einen Kommentar da, falls ihr was zu sagen habt. Tschüss, Patrick, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis denn. Haut rein.